Hallo und herzlich willkommen. Meine Batterie von meinem Schlüssel ist leer und ich zeige euch, wie man jetzt einen sogenannten Notstart mit dem Auto vollziehen kann. Dazu nehmt ihr den Schlüssel mit in das Auto rein. Wenn wir jetzt drücken, sehen wir, es passiert einfach nichts. Es wird angezeigt, Schlüssel nicht erkannt, Schlüssel an vorgesehene Fläche halten. Siehe Bordbuch. Wo ist jetzt diese Fläche? Die Fläche ist hier, wo beim anderen Auto halt das Loch ist. Da sehen wir auch so ein kleines Schlüsselzeichen mit so drei geschwungenen Strichen. Dort halten wir jetzt den Schlüssel ran und drücken gleichzeitig auf den Startknopf. Und schon haben wir das Auto an. Also, viel Spaß beim Fahren!